Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the Next Level Adventures. Willkommen in Tiflis. In der vorigen Episode bin ich ja nach Tiflis gefahren und wahrscheinlich hast du sie gesehen, wie ich von Armenien nach Georgien kam. In Tiflis war ich vor 4 Jahren und habe mir bereits alle Sehenswürdigkeiten angesehen. Daher war es jetzt auch gar nicht so, dass ich lange in der Stadt bleiben wollte. Aber es gab 2 Sehenswürdigkeiten, die ich in und um Tiflis noch nicht gesehen habe. Die erste habe ich damals vor 4 Jahren gar nicht gewusst, dass sie gab. Und die zweite, die ist sehr neu. Aber dazu mehr in der nächsten Episode. Zuerst bin ich, nachdem ich ankam, in die Altstadt gelaufen, am Ride Park vorbei. Und dann ging es rüber direkt in das Bäderviertel. Denn das ist nicht weit von der Altstadt entfernt. Das Bäderviertel hier ist recht interessant. Vor allen Dingen hier, da, das Bad Nummer 5, da gehen die Einheimischen hin und es ist sehr kostengünstig. Es gibt natürlich auch noch andere Bäder, die etwas teurer sind und luxuriöser. Aber ich bin damals in die Nummer 5 gegangen, weil ich einfach dachte, es sollte sehr authentisch sein. Von dort aus ist es nicht weit in die Lake Tahari-Schlucht. Ich kann das, glaube ich, gar nicht richtig aussprechen, aber die Schlucht ist eigentlich relativ leicht zu erreichen. Vom Bäderviertel läuft man einfach hier lang und am Ende der Schlucht befindet sich ein Wasserfall, der auch recht sehenswert ist. Am Nachmittag bin ich nochmal in den Rike Park gelaufen, denn von dort aus startet die Seilbahn hoch zur Kalis Deda Statue. Das ist die Mutter Georgiens und von dort aus hat man einen wunderbaren Blick über die komplette Stadt. Nebenan gibt es auch noch so ein kleines altes Fort oder Burg, da stehen nur noch ein paar Ruinen und von hier aus kann man auch in den Botanischen Garten gehen. Den Tag habe ich dann langsam ausklingen lassen, bin nochmal lecker essen gegangen, direkt in der Stadt. Und ja, am nächsten Tag sollte es zu einem nächsten Highlight gehen, das ich noch nicht kannte. Der Chronicle of Georgia. Am nächsten Morgen stieg ich in meinen Wim und ich fuhr hoch zur Chronicle of Georgia. Und ich muss zugeben,
Viele Touristen sehen sich diese Sehenswürdigkeit nicht an, wobei die wirklich sehenswert ist. Denn auf der einen Seite sieht man wunderbar über Tiflis hinweg und auf der anderen Seite liegt der Tiflissee zu Füßen. Also wer hier mal herkommt nach Tiflis, dem kann ich nur empfehlen, hier hochzufahren. Nimm dir ein Taxi oder du fährst mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, wobei das schon etwas kompliziert ist. Aber es ist auf alle Fälle sehenswert. Du hast jetzt Lust bekommen auf die anderen Sehenswürdigkeiten? Dann schau mal bei mir in den Blog rein. Den Link verlinke ich unten in der Beschreibung. Und wenn du nach Tiflis kommst, auf alle Fälle ein oder zwei Tage einplanen. Vielleicht eher drei, denn die Stadt ist wirklich cool und auch sehenswert. Also, ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Besuch in Tiflis. Was erwartet dich in der Folge 8? Ich fahre mit Wim als Tagesausflug zur Diamond Glass Bridge in die Dashbashi-Schlucht. Also sei gespannt, was wir dort erleben werden und freu dich auf die nächste Episode.